Dann haben wir hier den hier auf der Seite. Das ist der hier. Okay, die Gummis hätten ruhig ein bisschen enger sein können. Oh ja. Dann mal ganz schnell zu Ebene 4 über. Dann brauchen wir die 47. Oh Gott. Ich möchte nicht, dass das bricht. Kärtchen. So. Wow. Okay. So. Gut. Wir schleifen das hier nochmal ein bisschen ab, weil da mit Sicherheit nachher was drauf läuft. Ich denke mal, dass da die Weltkugel hochkommt. Hast du gerade gepupst, Kater?
gestern. Zack. Das ist mein Schöner. Okay. Kartons. Die 48 und die 9. Michi. Hey, mein Schöner. Jetzt hast du da wirklich alles drauf, mein Schöner. Ja, hast du. So, dass es so richtig fest arretiert ist. Um die 50. So, bis ganz nach unten. Okay. Das sollte flüssig gehen. Das tut es. Morisi. Du hast wirklich alles da. So, der hier, dann brauchen wir die 52, den kleinen und die 53. Und ihr wisst, was kommt. Da ist tatsächlich ein Docht drin. Den will ich jetzt ja gar nicht haben. So. Katerchen, ich weiß, dass es kalt draußen ist. Und ich weiß auch, es ist windig. Es ist wirklich heute windig, mein Schöner. Ja, ich weiß das. Das musst du mir nicht sagen. So, der kommt dann hier drauf. Der Kleine kommt hier neben dran.
Okay, das ist wie eine Uhr. Und das. Können wir, was da hier ist? Okay, alles klar. Okay. So, was müsste der? Oh, was ist denn da jetzt los? Okay, gut. Okay, so denke ich mal, sollte das auch sein. Der hier muss hier durch, hier rum und hier ran. Okay. Einer. Oder? Dreier. Das heißt, dann gehe ich jetzt so ziemlich weit nach hinten erstmal. Drei Stück. Okay. Jetzt kommt das, was ich immer so hoffe, dass es einfach geht. Was es aber nie tut. So, wir müssen hier durch. Müssen auf jeden Fall drei Stück hinkriegen, egal wie. Das haben wir schon mal gehabt, dass es dann zu wenig war. Dass kein Zug da war. So. Drei haben wir. Jetzt müssen die hier durch. Moment, 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 Moment.
können wir später hier durch. Okay, also wir können erstmal nur ihn durchziehen. Oh Gott, nein, 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 nein. Scheiße. Einer ist wieder raus. Ah, das mit den Gummis ist echt ein bisschen nervig. Hapsa. Und die müssen jetzt hier rein. Oh Gott. Okay. Ah, mit allen drei Wema, oder? Ja, ich denke mal, wir würden die einen nach dem anderen hier rein machen. Oh.
Okay. Das funktioniert, obwohl das richtig hatte. Alter Schwede. Okay. Gut. Das war interessant. Aber drei Gummis ist natürlich echt heftig, muss ich sagen. Okay, jetzt können wir mal gucken. Machen wir mal links rum. Jetzt müsste ich das hier eigentlich mitdrehen. Sehr schön. Rechts rum. Geht gar nichts. Okay. Rechts rum ist 0. Okay. Gut, dann ist das jetzt erstmal okay. Sag ich mal so. Dann fangen wir mal ganz normal mit dem nächsten Teil an. Dann stellen wir das erstmal so ein bisschen beiseite, weil das wir wahrscheinlich Platz brauchen, weil wir jetzt den Globus anfangen. So wie das Ganze hier aussieht. Dann knacken wir uns mal das große Rad hier. Die 55. Sind die hier. Die brauchen wir erstmal viermal. So, dann brauchen wir die ganzen gleich nochmal viermal, weil es kommen noch Zahnräder dazu. Na, mein Schöner, was ist? Ja. So, brauchen wir jetzt wahrscheinlich auch die 56, ne? Genau, die brauchen wir jetzt viermal. Und die müssen natürlich in gewachst werden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Und die auch. Also. Dann gehen wir natürlich erstmal her und machen die hier alle erstmal ein bisschen gängig. Wenn jetzt noch viel mit Wachs kommt, muss ich wirklich meinen anderen Wachs noch mal rausholen, mein anderer Wachsstift. Hier geht schon ein bisschen was drauf. Ich glaube, so viel habe ich bei noch kein Modell gehabt.
was ich an Wachs verbraucht habe. Das nimmt sich hier unwahrscheinlich weg. Es geht aber hier ganz schön was ab. Ich glaube, ich mache das mal gleich. Na gut, dass ich die von anderen Modellen noch aufgehoben habe. Ich muss mal überlegen, ob es nicht wirklich ein Graphitspray holt. Das wäre um einiges einfacher und effektiver. Aber ich weiß nicht, ob Graphit das Holz nicht irgendwie aufweicht. Obwohl es ja nur ein Spray ist. So. Ah, es geht schon ganz schön auf die Finger. Das zu bauen. Ja, wie gesagt, ab nächste Woche muss ich wieder arbeiten. Da weiß ich nicht, wie ich es schaffe, zeitlich zu streamen. Da werde ich wohl dann nur samstags, wenn wir sogar vielleicht nur sonntags streamen. Ich arbeite früh, dann fange ich an. Offiziell um 9. Aber ich bin natürlich um 7 schon da, weil Markt macht offiziell um 9 auf, der Wochenmarkt. Aber wir müssen ja auch alles aufbauen. Also fangen wir um 7 an und kommen um 5 nach Haus. So. Oh Gott, jetzt kommt die 57 darin. Ihr wisst, was es heißt. Ich mache es mal so ein bisschen im Schnelldurchgang. Ich glaube kaum, dass wir das so. Wir drehen das dann noch mal ein bisschen rund. Und da kommt mit Sicherheit noch was drauf jetzt.